Servus meine Lieben, hier ist der Patrick und willkommen zu einem neuen Video von Chaosmatic. Also meine Lieben, wir haben heute den Jan bei uns, den Besitzer von dem wunderschönen M2. Vielleicht kennen ein paar schon aus einem Instagram-Video, was wir vor ungefähr ein Jahr gemacht haben. Der Jan war vor einem guten Jahr bei uns, da haben wir die Folie, ja, das Auto ist foliert, komplett poliert und versiegelt. Schöne Grüße geht raus an Martin von folierer.net. Sehr geile Farbe, sehr geile Arbeit, wie immer. Und der Jan erzählt uns heute mal, was er alles am Auto gemacht hat, weil das Auto ist eine Serie, meine Lieben. Hau mal raus. Ja, was habe ich alles gemacht? Also es hat sich im Vergleich zu letztem Jahr auch einiges geändert. Ich habe die Räder gewechselt. Ja. Letztes Jahr war das Auto eben alles ein bisschen tiefer und andere Felgen, mehr auf Optik. Und dieses Jahr habe ich mich dazu entschieden, die Räder zu wechseln und einfach ein Auto zu haben, was geil fährt, weil es da irgendwie mehr für mich drauf ankommt. Jetzt haben wir 18 Zoll ProTrek One Räder. Geil. Mit Semislicks. Geil. Es fährt auch wirklich brutal, also Toyo Proxys, gell? Im Vergleich zu letztem Jahr auf jeden Fall geisteskranker Unterschied. Ja, was haben wir noch von außen? Letztes Jahr bin ich auch mit Flügel gefahren, den habe ich dieses Jahr auch tatsächlich abgemacht, weil einfach zu viele Leute mit Flügel gefahren sind und jetzt irgendwann hat es mich dann aufgeregt, dass viele mit Flügel fahren. Deswegen habe ich ihn jetzt runtergeschmissen. Also sieht auf jeden Fall auch geil aus ohne, wirklich. Hätte ich nicht gedacht, aber hat echt was. Also bist du eigentlich vom Tuner auf den Racer gegangen, so, ne? Ja. Kann man so sagen, ja. Nee, aber fährt auf jeden Fall krass. Werden wir gleich sehen, wie das Ding fährt, ja. Was haben wir innen? Innen haben wir noch, also habe ich Kommt mal mit. Und hinten die Rückbank rausgeschmissen. Schöne Dinger, vor allem auch mit den Leder- und Alcantara-Mix. Ja. Der geilste Sitz, also den du eigentlich holen kannst. Im Vergleich zu den Seriensitzen ist halt geisteskrankes Upgrade. Und das ist die Serienschiene oder was? Ne? Ja, Serienschienen. Ja. Also ich muss auch sagen, die beste Investition von dem Auto waren auf jeden Fall die Sitze und das Lenkrad. Also Lenkrad hat man einfach immer in der Hand. Lenkrad, kommt mal mit, meine Lieben. Schaut euch das Lenkrad an. M2 CS, ne? Ja. M2 CS Lenkrad. Erkennt man an diesen Punkten da oben. Alcantara. Sieht halt geisteskrank aus, ne? Ja, und es fühlt sich halt auch einfach geil an. Ja, also, das ist schon richtig, geil. Richtig investiert gewesen. Geil, ja. Also wie gesagt, Autos foliert, ne? Vorher war das blau. In diesen klassischen, ich habe den Namen der Farbe vergessen. In diesen klassischen M2 blau. Vorher war er blau, ja. Und Stehbolzen hast du auch gemacht, gell? Genau, Stehbolzen. Und Endless Pads Bremse, ne? Vorne Endless Bremsbeläge.
M-Performance-Abgasanlage. Auspuffanlage ist auch nicht Serie, was hast du da drunter? Genau, Auspuffanlage habe ich die M-Performance-Abgasanlage, bin ich auf jeden Fall auch zufrieden. Mhm. Nur teilweise ein bisschen zu laut. Also ganz leise. Es wäre schön, wenn die Klappe zu wäre, dass es dann wirklich angenehm ist, ja, zu fahren. Ja, so. Ja. Aber es ist trotzdem noch ein bisschen arg. Aber gut, das gehört dazu. Sonst ist böse auch, laut. Ja, Ja, ja. Ja. Aber motormäßig, Software hast du auch was gemacht, ja? Software habe ich auch gemacht, genau, mit der Asia gemacht. Ja, Kennen vielleicht auch einige Leute. Krüse. Ja, jetzt. Was hat der an Leistung ungefähr? Also 420 bis 44, also noch nicht gemessen, aber so ja. Mit Drehen ist es auf jeden Fall rein. Aber geht schon ganz gut auf jeden Fall. Das denke ich doch. Und das Carbon-Teil ist auch M-Performance Original, genau. Ne? Also ja. Die Lippe ja, ja. Und der Diffusor ist beides Original BMW M-Performance. Auch der Diffusor ist richtig, richtig, richtig sexy. Ja. Geil. Vor allem auch Glanzcarbon, finde ich eh sehr, sehr geil. Spiegelkappen auch, gell? Ja, Spiegelkappen. Glanzcarbon. Ja. Auch sehr, sehr schön. Wobei jetzt dieses matte Carbon, was viele haben, ja. Finde ich auch geil. Aber ich bin ehrlich, im Interieurbereich, also persönliche Meinung, ne, finde ich Glanzcarbon nicht so geil. Eher Mattcarbon, aber im äußeren Bereich, weil wenn du eine Glanzfolie hast und ein und dann Matt-Carbon-Spiegel, finde ich das Match nicht so, weißt du? Könnt ihr mal rein, was ihr davon haltet. Also persönliche Meinung. Aber ich finde es so perfekt, du hast innen Matt-Carbon und außen Glanz-Carbon. Geschmack hat der Junge. Ja, und Mirbel-Domlager sind verbaut jetzt seit 2 Wochen. Ja, ja, ja. Sonst hätte das mit den Felgen auch nicht so ganz gepasst, dass sie runterhauen. Ja, 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 nochmal zu den Felgen. Das sind ja High-Performance-Räder, ne? Wiegen die 8,5 Kilo oder was, ne? Ja, aber auf jeden Fall sind sie sehr leicht, ne? Auf jeden Fall sehr leicht. Ja, ja, ja. Das ist halt so eine klassische Felge für Leute, die auf Trackdays fahren oder allgemein viel auf Rennstrecken unterwegs sind. Hinten ist eine 11er Felge mit 295er und 295er Reifen. Vorne krass. Eine 10er Felge mit 265. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ja. Vorderachse 265 mit einer 10er Felge. Ja, Hinterachse. Serie fährt er eigentlich. Fährt er eigentlich hinten, gell? Ja. Und vorne 235, gell? Ja. Ja, also man merkt es auf der Autobahn auch krass mit dem Sturz und so, also so Geschwindigkeiten, da geht es so überall rein und so. Ja. Aber es macht Bock. Geil. Ich fahre den nicht täglich, ne? Deswegen, wenn ich den jetzt daily fahren würde, wäre es auf jeden Fall abgefuckt, aber so ist in Ordnung. Das sieht fett aus, aber. Ja, und nochmal zum Thema Sturz. Sturz hast du vorne auf jeden Fall richtig, richtig fett. Ich glaube, wir sind jetzt bei 2,5 Grad. 2,5? Ja. Ne? Erst, was heißt erst? Nee, also so bleibt das. Wollte gerade sagen, schaut euch das an, wie krass das Rad geneigt ist. Als ich eingebaut habe, ja, ja. Habe ich erstmal komplett Sturz reingeknallt, weil ich so gucken wollte, was so geht. Dann stand es wirklich so, das war krass. Ja. Für die, die nicht wissen, was Sturz ist, also das Rad sollte eigentlich gerade stehen und der Sturz, wenn der minus 2,5 ist, dann geht das Rad so gesehen so, also das ist jetzt das vordere linke Rad, stehen die dann so, um einfach in schnellen Kurven, dass der Reifen, also die Felge, komplette Auflagefläche hat, dass du schneller durch die Kurven fahren kannst. Ja. Sieht nicht nur geil aus, hat auch echt einen krassen Mehrwert für Trackdays oder für allgemein Leute, die auf der Rennstrecke fahren. Und die Stehbolzen sehen auch mega geil aus. Ja. Ne? Krass. Hammer. Ja, was soll man noch sagen? Geiles Auto. Also wegen was wir ja eigentlich hier sind, wegen der Keramikversiegelung, kann ich auf jeden Fall nur jedem ans Herz legen, ob foliert oder nicht foliert. Das macht so einen krassen Unterschied. Also wir haben eben gerade drüber geredet, auch so. Ja. Es ist weniger schmutzempfindlich. Ich meine, wenn es mal regnet und so, klar, gut. Ich fahre, also wenn es jetzt krass regnet, dann versuche ich halt nicht zu fahren, aber es kommt halt auch mal vor, ne, dass man dann im Regen steht. Ja, ja. Aber das Auto ist danach einfach nicht so dreckig wie ohne Versiegelung. Das ist top, also auf jeden Fall. Und vom Glanzfaktor auch echt krass. Danke, mein Lieber. Viele Leute denken echt, sie gucken so und suchen sich Ecken raus, ist es foliert oder ist es Lack. Wenn man jetzt nicht weiß, wenn man es nicht weiß, ne, ist wirklich so, dann denkt man, das wäre Lack. Also es sieht wirklich brutal aus, auch von der Struktur der Folie. Das sieht einfach sehr, sehr lackähnlich aus. Und durch die Politur und durch die Keramikversiegelung hast du halt wirklich auch dieses klare Bild. Und wir haben immer mehr Kunden, die folierte Autos zu uns bringen, weil die Leute einfach merken, was für einen Mehrwert du hast. Die Folie hält nicht nur länger, sondern du hast einfach eine viel leichtere Nachpflege und es sieht einfach auch viel geiler aus, viel tiefer der Glanz und ich finde allein schon, das ist so ein krasser Unterschied, wenn man so es anfasst. Ja, ja, also ja, genau. Und es ist einfach so weich. Ja, ja, genau, genau. So geil. Ja, ja. Es ist einfach glatt wie ein Babypopo. Ja, ja, Mann. Ja. Also gut, mein Lieber, würde ich mal sagen. Dann drehen wir mal eine Runde, ne? Ja. Alles klar. Okay. So.
Heute sind wir endlich wieder im Auto. Ich bin heute mal Beifahrer. Ich bin heute mal Beifahrer. Ich hasse es dann, hier im Sitz meistens. Ich bin eigentlich ein guter Beifahrer. Du bist auch ein sehr guter Fahrer. Also ich bin ein guter Beifahrer, wenn es nicht mein Auto ist. Ja, ja. Weil wenn er wegschmeißt, schmeißt er weg. Ja, so. Und nicht mit meinem Auto bist. Ja. Das stimmt. Ja, man, die Strecke, wo wir jetzt fahren, das ist auch so, wenn ich Bock habe zu ballern, dann fahre ich kurz die Strecke und dann bin ich wieder befriedigt. Dann kann ich das Auto wieder in die Garage stellen. Mhm. Kommst du dann auch? Manchmal, ja. Manchmal dann auch erst daheim. Ja, hast du recht. Mein Nerve. Ja. Alter, mach ich nicht mehr mit. Wenn man so ein Auto hat, dann muss man auch ein bisschen dementsprechend fahren. Ne? Hast recht. Aber das, ich schwöre es dir, das ist einfach BMW-Fahrer unter sich. Ja, da gibt es nicht so, guck mal, sein Auto an oder so. Ja. Ich schwöre es dir, immer wenn ich BMW fahre, vor allem M-Fahrer treffe, auf der Autobahn, immer direkt alle voll am Grinsen, Daumen hoch, geil. Ja. Hast du krass Gesichtgulasch gehabt eben gerade oder ging? Boah. Wo der Drift kam, war ich schon so an der Auffahrt. Ja, aber ich liebe diese geil. Kurve. Das war ich geil. Liebe diese Kurve. Das war eine geile Kurve, ja, wirklich. Ja. Aber es war auch einfach geil. Also, das ist brutal genommen, Alter. Wirklich. Ja, man muss halt auf dem Gas bleiben. Ne? Ja, man darf wenn nicht runter. Wenn du runtergehst, dann ist er weg. Ja. Ja, und dann halt leicht Gas weg dann. Ne? Ja. Ja. Geil. Aber ich liebe das Auto. Das Auto ist echt brutal. Ich habe echt mal mit dem Gedanken, jetzt letztes Jahr, so Ende des Jahres, weißt du auch. Du wolltest mal verkaufen, ne? Ja, mit dem Gedanken, das Spiel zu verkaufen. Ja, aber nee, ne? Hab ich so gedacht, auf boah. Gar keinen Fall. Was willst du denn holen, weißt du? Es gibt mehr Emotionen. Ja, ne? Ich habe so kurz gedacht, chillig M4 Cabrio. Das habe ich eh nie gecheckt. Das habe ich dir damals schon gesagt. Ja. Wäre halt chillig gewesen, aber. Ja, aber Bruder. Oder dann Sonnenbrand, dann fährst du wieder zu. Ja. Du musst die ganze Zeit mit Kappe fahren oder mit Mütze, keine Ahnung. Ja. Dann gießen. Das Auto ist so gut, ja.
geil, ne? Haben wir Striche gemacht? Ja. Ja? Ja. Geil. Ich weiß nicht, ob du das von mir siehst. Man merkt aber, wie wohl du dich mit dem Auto fühlst, ne? Bei dir. Ja. Man merkt das krass. Boah, da habe ich mich letztes Wochenende erst mit dir unterhalten. Weil ich finde, das ist so ein Auto, da musst du wirklich viel fahren, um denen zu vertrauen. Ja. Weil das Auto ist nicht einfach zu fahren, wirklich. Ja. Also im Grenzbereich, ja. Ja. Ich habe gesagt, bis ich das Auto wirklich so, wo ich gedacht habe, okay, also gesagt habe, ich kann das Auto fahren, also mit DSC off und so. Das hat bestimmt 2 Jahre gedauert. Krass, oder krass, so. Ne? Ja, ich meine, ist halt auch, ne? Wenn du es halt wegschmeißt, ist halt. Ja, klar. Ist halt scheiße. Ja, ja, absolut. Das merkt man aber auf jeden Fall. Ja, jetzt würde ich schon sagen, dass man mit dem Auto eins geworden ist. Ja, weiß, das merkt man dir auf jeden Fall. Weiß, also das da hinten hätte ich mich nicht getraut, bin ich ehrlich zu dir. Ja. Ja. Weil man weiß einfach, wie das Auto reagiert, wie das Auto anspricht, wie das Auto sich in Extremsituationen verhält einfach. Ne? Ja. Das, ja. Und es ist halt auch einfach so, ich bin mal mit einem, also jemand ist mein Auto gefahren und es ist halt nicht so, dass du so, wie sag ich jetzt mal, bei Audi ist das schon so, wenn du so ein RS3 fährst oder sowas. Ja, die fahren ja easy. RS6, Kurvenausgang einfach voll drauf und gib ihm und es passiert einfach nichts. Genau, das Auto macht alles mit, Mach halt hier alles aus, fahr auf der Kurve raus und... Ja, und Serie ja schon, ne? Serie auch schon. Ja. Und dann kommt dir halt direkt der Arsch, wenn du halt nicht weißt, was du machst, dann ist halt weg, ne? Das stimmt. Naja, muss man halt leider sagen, so ein RS3 oder so ein RS5 oder RS6 sind halt kinderleicht zu fahren, ne? Ja. Wenn du da alles anlässt, kannst du jeden einfach, wie du sagst, Kurve raus, Vollgas, passiert nichts. Ja. Ist auch witzig, das war so die Entscheidung. Ich wollte mal am Anfang wollte ich die ganze Zeit ein S3 haben. Ach ja. Also ursprünglich ein RS3. Weil du früher einen A3 hattest, gell? Ja, ich hatte erst einen A3, das war mein erstes Auto. Dann habe ich so gedacht, ich brauche einen RS3. Und dann aber zu teuer und so vom Preis. Wie bist du drauf gekommen? Meine Eltern waren im Urlaub und waren auf dem Rückweg. Ja. Und dann schicken die so ein Bild vom M2 von hinten und sagen so, Alter, was ist mit dem M2? Guck mal, was der für ein Heck hat und sowas. Ich so, ja, okay, gut. Ja, weißt du. Dann haben mich meine Eltern ein bisschen dazu verleitet, einen M2 zu kaufen. Ja. Meine Eltern haben mich einfach verleitet. Ja. Geil. Bezahlt haben sie es trotzdem leider nicht. Aber es hat trotzdem gelohnt. Ja, guck mal, da